Willkommen zurück zu Dying Light. Vergiss nicht, das Video zu bewerten, abonniert meinen Kanal und viel Spaß mit dem Video. Guck dir den Boden mal an, das bringt uns um. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Strom. Siehst du das nicht, du Idiot? Ah, ich fühl's. Ich glaube, das ist ein Paket. Ich hab ein Paket gefunden. Ich auch. Und Dietriche. Sind die jetzt alle hier, die Pakete, oder was? Nein. Mach da den Strom aus, genau. Ja. Scheiße, der verfluchte Schalter ist kaputt. Das heißt, er geht nicht mehr an, oder wie? Und jetzt kommen die Zombies? Die Zombies sind da. Na, ich wollte gerade mit Y markieren. Warte. Okay. Warte, sagt Schließen. Er. Ah! Das nagt an meinem Schienbein. Weiß nicht mehr. Ja. Ich glaube, die werden stärker, ne? Wenn die stärker werden. Huma! Heil mich. Dann kriegst du Punkte. Dankeschön. Bitte. Dann kriegst du Punkte und ich verschwende keine Medikits. Nein. Ah, hier ist noch einer. Das Tolle ist, wenn die alle despawned sind, dann können wir hier ganz, ganz viel looten, ne? Da geht's nicht weiter. Loote die einfach jetzt. Nee, weil wenn die despawnen, dann müssen wir nicht F gedrückt halten. Das meine ich damit. Halt mal die Zombies auf Abstand, ich muss die Tür aufmachen. Oh, fuck. Ist offen. Hier sind ein paar gute Pakete. Komm mal rein, mach die Tür zu. Mach hier auf. Weißt du, was gut ist? Dass sie mit ihren Untoten-Dasein verlernt haben, Türen zu öffnen. Ja. Hallo, Champion und 194er Hackmesser. Das kann ich auch. 180er Hacke. Edelsteine und Saphir-Säbel. Der Säbel ist cool. Jagdmachete. Ah, leider ein bisschen schwach. Warte, ich will mal so ein, so ein Schwert mal aufbessern. Kann ich das? Ja. Okay, kann ich die Tür aufmachen oder? Warte, nein. Okay, jetzt. War da nicht gerade noch jemand? Hier drüben ist auch noch was zum Looten. Und ich habe noch ein Paket gefunden. Gewonnen. Voll doch. Nur weil du mehr eingesammelt hast. Hier ist noch ein Schloss. Liegen tote Ratten rum, fällt mir gerade auf. Aber nichts Besonderes. Guck mal, hier hält einer ein Nickerchen. Oder er ist tot, ich weiß nicht so. Wo? Hier drüben. Der hat noch gelebt. Ich konnte ihn töten. Scheiß Mörder. Ach, der hier hält ein Nickerchen. Mit offenen Augen. Also ich könnte das nicht. Jetzt mal Kühlschrank looten. Burger!
Kosmetika. Nägel. Da liegt noch mehr? Nee, keine Ahnung. Jetzt wollen wir nur Enterhaken. Ein Dietrich. Auf dem Tisch liegt ein Dietrich. Ist das ungewöhnlich für dich? Ja. Warum? Weil normalerweise liegen da keine Dietriche. Kann da eigentlich rein? Nö. Keine Ahnung, sieht so aus, als wenn man da reinkommen könnte, ne? Ich meine, auf der Karte als Raum angezeigt. Zum Abhauen? Lass uns einfach gehen. Wir haben ja alles. Das war einfach. Irgendwie, ne? Ja, doch. Das andere damals war schwieriger. Ich muss mal kurz wieder zurück ausrüsten auf meine nötigen Sachen. Säbel modifiziert gegen das hier. Ja. Du weißt, was das heißt, ne? Ja, Explosion. Manchmal eigentlich noch Zombies an den Nerven. So, erkunden Sie schon wieder die Quarantänezone? Hä, wir haben das wieder nicht abgeschlossen. Ja, anscheinend schon. Keine Ahnung. Schau mal ab. Oh. Ich hätte noch Wurfäxte ausgerüstet. Stopp! So. Genau so, nicht anders sollte es aussehen. Ja, keine Ahnung. Dann. So, mal weiter? Ist schon weiter irgendwie. Ich renn mal zum Punkt, ne? Halt, lass dich davor zurück, wo du gerade bist. Na Gott. Was war das denn jetzt? Wieso hält er sich ja nicht fest? Spucker. Dropkicked. Und er ist weg. War so nett, hab einfach mal so ein Explosionsding einfach mal im Spucker aktiviert und. Naja. Der spuckt in alle Richtungen gleichzeitig. Ich loote gerade die Pflanzen. Ich kann nicht mehr. Wie, du kannst nicht mehr? Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Ausdauer. Okay. Ich muss langsam laufen. Gärenchen heilen will, haut einfach ab. Danke. Autsch. Hey, wo ist es denn? Fuck, ich hänge hier irgendwie fest. Okay, bin raus. Bleib weg! Tut mir leid. Ich dachte, das Ding hätte herausgefunden, wie man die Spinntür aufmacht. Können wir die Tür jetzt zumachen, dass er mit dem drin bleibt? Ich hatte mich vor den Kannibalen versteckt. Danke für die Rettung. Okay, dann war ich besonders hübsch. Okay.
unten gleich da. Wahrscheinlich wieder von oben rein, ne? So wie eigentlich immer. Ja. Das war eigentlich zu erwarten. Das ist immer das Gleiche. Das Spiel bietet keine Abwechslung. Wenn man es mal genau nimmt, ist es eigentlich wirklich immer die ganze Zeit das Gleiche, ne? Ja. Aber es macht irgendwie Spaß. Ja, rumlaufen, Dropticks geben. Ich hab die Brille. Feuerzeuggas? Das brauchten wir auch noch, ne? Feuerzeuggas. Von irgendeiner Quest. Das weiß ich noch. Kosmetika. Irgendwas ist hier noch. Unten. Schränke plündern. Ich meine, auf der Karte sieht es, dass man hier noch was looten muss. Kippen. Ach, Gartenbaubuch. Totgefahrene Tiere im Topf. Was? Nee. Totgefahrene Tiere im Topf? Feuchter Tropfen auf einem Bücherregal. Okay, so kriegt man die Mädels Death Metal DVD-Player Benutzerhandbuch. Was? Zombie Statue. So, ja. Das sind die Bücher hier. Pferdekopfmasken selbst gebastelt. Heiße Hintern. Na toll. Ja, zeig! Saat des Guten, praktischer Gemüsebau für Stubenhocker, das ist es. Pneumothorax für Profis. Gut aussehen jenseits der 40. Der hat Komplexe, kann das sein? Oder das waren alles Geschenke zum Geburtstag. Also, ich habe gar keine Bücher zu Hause. Ich schon, aber nicht, weil ich sie haben möchte, sondern weil meine Mutter sie einfach zurückgelassen hat, als sie ausgezogen ist. Wir haben trotzdem voll viel entsorgt damals. Hä? Hier kann man doch irgendwie rein. Sind da okay. Was drin? Wenn du Q drückst, siehst du, dass da was ist. In dem Gebäude. Vielleicht ist einfach nur so eine, heißt es, einfach Items verteilt, ohne drüber nachzudenken. Vielleicht. Ja, ich denke schon. Ich gehe mal zum orangenen Punkt, dass wir das abgeben können. Ah, okay. Verstehe ich das auch. Hast du verstanden, wie das geht? Ja, das Rutschen. Ich habe das Rutschen verstanden. Man muss einmal kurz drücken und danach kann man halt F drücken, um die Gegner das, die Beine zu brechen. Geht doch. Schön geflogen ist der. Ja, fast in das Rohr rein. Kurz davor gelandet. Schade, nur kurz davor. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach mal die ganzen Sachen, die auf der Map rumliegen, einsammeln sollen und dann erst die ganzen Quests abgeben sollen. Wäre vielleicht ein bisschen effizienter, oder? Nö. War schon so WoW-Style. Du läufst rum, sammelst alle Quests ein, erledigst alle und gibst dann erst alle ab. Du hast was. Kinder Kaffee, Feuerzeug und Schmerzmittelspritze. Super! Die Leute lieben Bandagen. Zumindest diejenigen, die sie brauchen. Anderen sind sie relativ egal. Aber der Kerl, der gegenüber wohnt, hat sich den Daumen weggeschossen. Also der würde sich darüber richtig freuen. Apropos, du hast da draußen nicht zufällig einen herrenlosen Daumen rumliegen sehen? Der ist nämlich zum Fenster rausgeflogen. Sieht wahrscheinlich aus wie ein Chicken Nugget mit Einschussloch. Tja, halt die Augen offen. Ich kann nicht mehr Chicken Nuggets essen. Wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Oh boy, was war das? Also, ich gebe zu, das war der lustigste Spruch überhaupt. Ja. Bis jetzt. Cool. Du hast die Brille und das Buch? Das ist toll. Meine Güte, die Brille ist völlig verdreckt. Was hast du damit angestellt? Ach, lass mal. Ist ja auch egal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Hat er eigentlich das Buch gut aussehen jenseits der 40 gelesen? Oder heißt der Hintern? Oder Pferdeköpfe selber basteln?
Ey, guck mal, hier ist dieser Anfänger Toby Maguire. Der Christoph. Ja, ne? Er macht Waffen. Der so ähnlich aussieht wie dieser Rocket-Typ. Gib mir die Machete oder ich schneide dir den Kopf ab. Den hat man schon. Hier ist noch irgendwas. Erst kam der Knall und dann stürzte alles ein. Komm mal her! Wir haben noch hier noch eine Quest abzugeben bei dem hier. Ja, haben wir. Ja. Aber hier ist eine Armee-Machete für 12.000. Naja, aufgerundet 13.000. Okay, Arm hier. Machete ist besser. Ja, muss ich. Wieso nehmen, hast du eigentlich mal so viel Geld? Dann habe ich jetzt nur noch 20.000. Oh, das kostet. Ey. Nur noch, oh, du Ärmste. Ist das Ding schon kaputt? Nee, fast. Tika Hacker, hatte ich das nicht schon? Okay. Was hatten wir dabei? Orientalisches Hackmesser mit 200. Ach Gott, ey. Schwerer Abrissvorschlagkammer mit 330. Eisernes Beil für 260. Was? Oh boy. Armee-Machete. Ja, für 200. Ja, der hat so tolle Sachen dabei einfach. Polizeigewehr Tarnfleck. Ah, nee, will ich nicht haben. Innerhalb von Sekunden war der ganze Bau zusammengebrochen. Die Leute zählen auf dich. Okay. Bitte. Den Afra hat bloß Gas im Kopf. Aber das gehört in seiner Branche wohl dazu. Tja, es gibt eben solche und solche. Aber solche wie er sind besonders schlimm, finde ich. Das hier soll ich dir geben. Ja, Meister Mod, komm her. Ich hab eine gute Mod hier bei dem hier. Wo? Bei dem mit dem Chicken Wing. Ah. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wird... Was ist das denn? Klingt so ein bisschen wie eine gute Feuermod. Garmeister. Ein Elektro und zwei Feuer. Ja, und die kann ich sogar machen auf der... Boah. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir nicht ein neues Hackmesser holen soll, weil das auf ein Hackmesser anwendbar ist und dadurch extrem verstärkbar. Kleine Spitzhacke geht aber auch. Nee, weil es extrem verstärkbar ist, weil ich möchte ganz gerne dann... Also kannst du auf eine gute Waffe machen, um dann noch besseres Ergebnis zu bekommen. Verstehst du? Okay, ja, wie du möchtest. So. Eventuell habe ich gerade einfach mal Geld verschwendet. Erst im Nichts, dann... Ja, das ist... Ja. Boah, ja, das wird sehr stark. Das ist sehr stark geworden. Ah, guck mal, auf der Axt wird das auch nicht gehen. Schweißermod. Ja, das kann ich hier benutzen. Das ist auf jeden Fall wieder eine sehr starke Waffe geworden. Soll ich euch mal ausrüsten? So. Ist sogar noch stärker als mein anderes orientalisches Hackmesser. So, passt perfekt. Andererseits, ich habe da noch was zum Ausrüsten. Der Eispickel hat, genau. F6. Champion, boah, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Boah, Schlägertyp, ja, auf jeden Fall. Champion auch, was haben wir hier? Ritter. 340er Hackeball. Fuck, das ist mega stark. Okay, was haben wir denn noch hier? Der will schon wieder in die Quarantäne. Ich habe 360er Armee-Machete, 330er Highlander Beil, 300er antike Hacke und 270 Machete noch. Nicht schlecht. Ja, schon geil. Kann weiter oder wolltest du noch was machen? Ja. Ich würde sagen, wir machen es mal so, dass wir die ganzen Nebenquests jetzt erst alle mal so versuchen am Stück zu machen und danach erst abgeben, dass wir das halt in einem Rutsch machen können, oder? Dass wir nicht immer so viel hinterherlaufen müssen.
Wo müssen wir für hin? Warte mal. Giftkräuter. Wir müssen dahin. Wieso? Wo steht denn das? Achso. Autsch. So, hier müssen irgendwo diese Giftkräuter sein. Ah, das sind welche. Glaube ich. Wolfswurz. Zählt Wolfswurz als Giftkraut? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ach, geh weg, Mädchen. Ich spiel nicht mit dir. Toxische Flechte, Giftkräuter. Ich glaube, das ist die, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich werde es ja gleich sehen, wenn wir ganz, ganz viele haben, was dann ausreicht. So, ich bin auch gleich da. Ich war beschäftigt mit einem Zombie. Okay, mit einem? Ja. Warum hat sich denn so aufgehalten? Ja, der wollte einfach nicht sterben, weißt du. Manchmal ist das so. Ach so. Die sind tot, aber wollen immer noch nicht umfallen. Ach so. Guck mal, das sind lila Pflanzen. Ich denke, das sind die. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Ach doch, da, 5 von 10. 5 von 10. Also lila. Ja, die lilanen Pflanzen. Okay, explodier du halt. Kannst du bitte deinen Kopf verlieren, Mensch, ich schlage. Danke. Guck mal, der wollte beim ersten Versuch direkt seinen Kopf verlieren. Schau ich mir später an, wenn es hochgeladen ist. Jo. Stirb! Also bei mir sind keine lila Pflanzen, oder ich sehe sie nicht. Alter! Hör auf, um aufzustehen, das grenzt ja an Mobbing. Ah, geht doch. Und. Jawohl, genau so wollte ich ihn erwischen. Wie sind sie. Hä? Ist er gespawnt? Na, meinetwegen. Ich brauche noch ein paar lilane Pflanzen und. Noch 5 Stück. Du hast noch keine einzige gepflückt, oder? Nö. Weil mich würde es einfach interessieren, ob sich das addiert. Das sind rote Pflanzen. Zählen die auch? Ja, die roten habe ich schon eingesammelt, aber... Das sind toxische Flechten. Die brauchen wir für uns, glaube ich. Für Waffen-Upgrades. Na toll. Da lockt er wieder Zombies an. Vielleicht sind die ja nicht auf diesen einen Punkt hier beschränkt von seinem Ort her, sondern vielleicht auch ein bisschen entfernter. Ha, oder auch nicht, keine Ahnung. Nope, hier ist nichts. Hier ist wieder dieses Umspannwerk. Das kann ich mal heilen. Boah, da will ich nie wieder rein, ganz ehrlich. Sind das mehr geworden seit dem letzten Mal? Müssten eigentlich weniger werden. Eigentlich schon, ne? Ey, siehst du das hier auch? Was denn? Das hier, komm jetzt ja. Da war mein Bugfix. Habe ich ihr gerade einen Arm abgehackt? Nein. Den Kopf. Sah so aus. Ah, lass mal weitersuchen. Oder wir müssten halt einen anderen Punkt suchen, wo die auch wachsen. Ja. Da. Ich habe ein neues Ding markiert. Wir müssen eigentlich bloß dem Weg folgen. Ich glaube, da hinten tauchten dann neue auf.
Die bunten Pflanzen sind schon längst wieder respawned. Ah, die roten meine ich hier. Die lilanen aber gar nicht. Das oder ich hab die übersehen. Ja, hier sind welche. Hast du welche gefunden? Nee, gemeine Pflanzen. Da, ich sehe eine. Hier. Ja, okay. Verschwindet die bei dir auch, oder? Also ich kann die auch einsammeln. Dann solltest du die auch einsammeln, dann haben wir mal zwei auf einmal. So, eine noch. Hier ist eine. Haben wir alle. Ich kann die tatsächlich nicht einsammeln, wenn du die schon gelootet hast. Hier ist wieder so ein Paket. Ich kann das andere einsammeln. Schon mal. Tatsache. Ja, nice, dann kann man die immer wiederholen. Ja, ne? Sollen wir nochmal in die Höhle reingehen? Ich meine, die sind jetzt stärker als früher. Aber ich habe jetzt keine Schusswaffe dabei. Nein? Nee. Warum nicht? Ich habe aber, ich kann diese Fackeln ausrüsten. Diese Lichtfackeln, um die zu blenden. Warte, ich muss kurz Schusswaffe ausrüsten. So. Okay, ich habe die UV-Fackeln. Dann können wir das Drecksvieh töten. Warte. Okay, hab's auch. Aber die Leichen hier sind neu. Sind das nicht unsere Leichen? Scheiße, das Drecksvieh ist direkt hier vorne. Um so leichter ihn zu töten, muss ich nicht zielen. Ich kann hier nicht stehen. Viele kommen da. Ja, fuck. Ne? Ey. Ich renne hier nicht durchs Feuer, ne? Ich heil dich. Haben wir dies geklärt hier? Und all das für Kaffee. Und Zigaretten. Müssen wir nicht irgendwie Pilze aus irgendeinem Ort hier besorgen? War da nicht was? Ja, für diese Hexe, oder? Ja, aber ich frage mich gerade, was hier war. Oh, die geben mal gut Money. Kippen und ein ganz brauchbares Ball. Ja, okay, zwei Magazine habe ich noch voll. Komm, geht's weiter. Willst du mitkommen? Ja, chill mal, ich muss dich hier noch looten. Yo! Da sind Mutterpilze. Und hier Loot, das sind keine bunten Pilze. Hier sind noch mehr Pilze. Kannst du die looten? Ach, du hast die schon gelootet. Ja. Na gut. Das war nicht das, was ich machen wollte. Egal, ich kann auch einfach hier normal Parkour-Künste benutzen. Hier sind noch mehr Pilze. Ich guck mal ganz kurz nach hier für die. Oder ist es markiert? Bringen Sie Musa die Kräuter. Nein, warte. Das war Hexengebräu. Ah, 10. Gehen Sie nachts zu den Höhlen und sammeln Sie alle Pilze. 5 von 10 haben wir. Gerade im Wasser sind noch Höhlen, also noch die Sachen. Wieso müssen wir ja nachts rein? Die will uns töten, denke ich. Ah, das glaube ich auch. Können wir hier runter? Spring du vor. Ja, geht. Okay. Unter Wasser ist nichts, oder? Hm.
Da sind noch welche. Da an der Wand. Da sind noch welche. Ah, die sind respawned. Da sind noch welche. Wir haben alle. Das heißt, wir können jetzt nachts unentdeckt rumlaufen. Glaube ich. Ah, es gibt eine Mod, glaube ich, als Belohnung. Entwurf und Dahlias Pilztrank. Vermutlich das. Hui. Ich wette, hier waren früher viele Jugendliche in dieser Grotte und haben geschwommen und runtergesprungen und hatten Spaß und haben gekifft. Sich gegenseitig vergewaltigt. Und heute? So ähnlich. Mit mehr Zombies. Nee, das sind nicht unsere Leichen. Wir sehen anders aus. Ah. Aber du warst bestimmt auch so einer, der sich immer in so einer Höhle verkrochen hat und kleine Mädchen vergewaltigt hat. Ganz, ganz kleine Mädchen. Nein. Nein? Nein. In dem Alter war ich da noch nicht. Da habe ich mich nur über die Höhle gefreut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.